Das hier hinter mir, das ist Sascha Batthiani, 42 Jahre ist er alt. Er arbeitet als Journalist momentan in Washington. Und er ist auf ein dunkles Familiengeheimnis gestoßen. Aufgewachsen ist er in der Schweiz. Ursprünglich stammt seine Familie aber aus Ungarn. Von dort ist sie 1956 geflüchtet. Und bei einer Reise nach Ungarn, also in die alte Heimat der Familie, mit den beiden Brüdern und dem Vater, da war die Welt noch in Ordnung. Hier die Stimmung, ja, ausgelassen, unbeschwert. Das war vor 12 Jahren. Damals ahnte niemand, dass es in der Vergangenheit der Familie ein dunkles, düsteres, schreckliches Geheimnis gab. Und diesem Geheimnis ist Sascha Batthiani nachgegangen in seinem Buch. Und was hat das mit mir zu tun? Seine Familiengeschichte hat Sascha Batthiani lange nicht interessiert. Es war ein Massaker an Juden, das ihn seiner Familie näherbrachte, von dem der Schweizer Journalist gar nichts wusste. Es war 2007, als meine Kollegin mir diesen Artikel auf den Tisch legte und sagte, was hast du denn für eine Familie? Ich habe den Titel gelesen, die Gastgeberin der Hölle, habe gar nichts verstanden, habe das auf das Bild geguckt und die Frau in der Mitte erkannt. Es war Margit, Tante Margit. Gräfin Margit Thyssen-Batthiani gab kurz vor Kriegsende auf ihrem Schloss im österreichischen Rechnitz ein rauschendes Fest. Nach einem Anruf verlassen die geladenen Nazi-Größen gegen Mitternacht die Feier. Sie fahren an den Ortsrand und erschießen am Kreuzstadel 180 jüdische Zwangsarbeiter. Danach trinken und tanzen sie weiter. Tante Margit ist der Auslöser. Batthiani begibt sich auf Spurensuche, reist um die halbe Welt und immer wieder nach Rechnitz, wo die Leichen der 180 Juden verscharrt und bis heute nicht gefunden wurden. Batthiani wühlt in der Vergangenheit, durchforscht Archive, Briefe, Akten. Er stößt auf das Tagebuch seiner ungarischen Großmutter Marita und auf eine weitere Schuld in seiner Familie. Vor ihren Augen wurde an einem Nachmittag ein jüdisches Ehepaar erschossen. Das jüdische Ehepaar hat ihren Vater um Hilfe gebeten. Und diese Hilfe wurde ihnen verwehrt. Dann drehen die sich weg und wollen weglaufen. Und dann werden sie erschossen. Sie wirft sich das ihr ganzes Leben vor. Sie hat das Gefühl, nichts getan zu haben. Sie schreibt, ich kann nicht in den Spiegel gucken, ohne an die Mandels zu denken. Je genauer sich Batthiani mit dem Vergangenen beschäftigt, desto dringlicher wird seine Frage, und was hat das mit mir zu tun? Er beginnt eine Psychoanalyse und durch sie erkennt er immer deutlicher das Band zwischen Großmutter und Enkel. Meine Großmutter beschreibt, die ganze Familie sei eine Familie der Maulwürfe, weil man sich so ein bisschen wegduckt, weil man das Dinge nicht anguckt und so und sich ein bisschen versteckt, ja, weil man ein bisschen so gebückt durchs Leben geht. Und das kenne ich auch. Und das hat mich ziemlich lange beschäftigt, eigentlich, dieser Gedanke. Und was machen wir denn? Was macht denn eigentlich ich? Welche Risiken nehme ich eigentlich? Nehme ich überhaupt Risiken in Kauf? Im Zentrum von Saschas Suche der Vater. Der ist nett, aber unnahbar. Wie viel wusste er? Der Sohn kommt nicht ran an den wortkargen Mann. Zu viel Weltgeschichte lastet auf seinen Schultern. Auf den Spuren des Großvaters reisen die beiden nach Sibirien. An einem Abend waren wir dann essen und dann haben wir auch getrunken. Und das ging um die ganz großen Fragen von Schuld und nicht und wer und so. Und ich habe versucht, irgendwie etwas aus ihm herauszukriegen und habe versucht, so eine Art Nähe zu schaffen. Und das ging nicht. Und ich war so geladen, weil ich ihn nicht verstand und er mich nicht verstand. Ich habe ihn einfach gepackt und da war so ein Moment. Und dann habe ich losgelassen. Und dann, auch auf dieser Sibirienreise, taut der Vater auf. In einem Wäldchen, wo das Straflager gewesen sein könnte, in das sein Vater verschleppt wurde und jahrelang Zwangsarbeit leisten musste. Doch, da war er vielleicht, so ein Stück Holz, vielleicht hat er das berührt. Also es war doch so ein bisschen so kindlich fast. Ich habe ihn einfach selten so gespürt, so voller Neugierde und voller Fragen und so. Fragen hilft. Wer schweigt, wird schuldig. Gegen diese Tradition schreibt Batthiani an und fragt sich immer weiter hinein in die Gegenwart.
habe ich mich jemals aufgelehnt. Eines Tages dann eine niederschmetternde Erkenntnis. Und mir ist das passiert mit dieser einen Frage, also mit dieser Metapher: Könntest du das denn, Juden verstecken? Und ich lag da so und ich fand das damals eben so ganz, ganz so essentiell und kam dann auf die Antwort nein. Und was hat das mit mir zu tun, ist ein starkes Buch. Ehrlich, mutig, fesselnd und sehr heutig geschrieben. Wie die Fragen des Autors im Laufe der Lektüre immer mehr zu den Fragen des Lesers werden, das ist spannend, aufwühlend und unbedingt lesenswert.